Moin Moin und hallo ihr geilen Schnittchen, willkommen zur neuen Ausgabe des Kategorienquiz. Ich darf heute moderieren, danke dafür. Und vier der Pietz treten heute gegeneinander an und zwar im Team. Einmal Team Sepp Chris. Yes! Und Team Jay Brammen. Klingt ja fast wie ein deutscher Schlagersänger. Man könnte auch Bray rausmachen. Find ich gut. Wenn dann Peter Sebastian. Ich darf heute einspringen, denn der gute Peter, der ist immer noch unterwegs in seiner Honeymoon, auf seiner Honeymoon, mit seiner Honey. In seiner Honeymoon. Den Gag lasse ich liegen. Und ich finde ja wirklich, ich finde die Shorts richtig toll, würde ich mal kurz erwähnt haben. Also wenn ihr die nicht kennt, guckt euch die mal an. Die fand ich richtig süß, wie er so ein bisschen zeigt, was sie da machen im Urlaub. Aber ja, wir spielen heute das Kategorienquiz. Vorweg vielen lieben Dank an Lucy, die sich hier die Arbeit gemacht hat und uns da das ganze Quiz eingeschickt, aufgebaut, plus eine ellenlange Erklärung am Anfang gestellt. Das wird übrigens anders funktionieren als die letzten Male, wie ihr schon hört. Allen voran haben wir jetzt eben die beiden Teams. Und wie es diesmal funktioniert, ist, dass wir 6 Kategorien haben, die in 5 Fragen aufgeteilt sind, die wieder nach leicht bis schwer sortiert sind. Das heißt, die leichteste Frage, die gibt 10 Punkte, die nächste 15, 20, 25, 30 Punkte, immer in 5er Schritten. 30 Fragen gibt es insgesamt. Wichtig dabei ist jetzt aber, dass jedes Teammitglied darf insgesamt maximal 7 Fragen beantworten. Heißt also müssen wir abwechseln. Aber bei 30 Fragen bleibt doch dann eine offen, oder? Bleiben sogar 2 Fragen tatsächlich am Ende des Tages offen. Ja, stimmt. Wichtig ist jetzt aber hier, ihr dürft das selbst innerhalb des Teams entscheiden, wer antwortet. Das heißt zum Beispiel, Christian, du könntest jetzt 7 hintereinander antworten, wenn du möchtest. Diese 7 Male wären dann aber weg und Sebastian müsste eben dann die anderen 7 Male beantworten. Ja. Wahrscheinlich macht es deswegen schon mehr Sinn, dass ihr eben das untereinander smart aufteilt. Gerade aber erst nachdem wir die Fragen gehört haben? Oder sagen wir, keine Ahnung, Bram beantwortet Kategorie A 50 und dann kommt die Frage erst. In der Tat. Also ihr müsst sagen, ich möchte Kategorie A und die Frage für 20 Punkte haben. In unserem Team beantwortet das jetzt Brammen, Jay, Christian, Sepp. Genau das. Wichtig dabei ist aber auch noch, ihr habt insgesamt 3 Joker, die euch zur Verfügung stehen. Einer dieser Joker muss im Laufe der Show verwendet werden und der ist dafür da, dass ihr zusammen eine Frage beantworten dürft. Das heißt also entsprechend Team Sepp oder eben auch Team Jay. Nee, ihr wart zusammen, ne? Nee, das war richtig. Team Sepp oder Team Jay, das war richtig. Entschuldigung. Team Sepp oder Team Jay. Die dürfen dann eben jeweils zusammen die Frage beantworten. Ja. Genau. Der zweite Joker. Dabei dürft ihr einmalig entscheiden, dass der Teampartner doch die Frage beantworten soll, weil eben derjenige, der dran ist, die Antwort nicht weiß. Und Joker 3, der ist ein bisschen fies, da müsst ihr nämlich dann eben sagen, dass das Gegnerteam die Frage beantwortet, weil ihr die vielleicht zu schwer findet oder ihr sogar denkt, oh, damit könnten wir das Gegnerteam richtig reinreißen. Und wenn die dann falsch haben, kriegen wir nicht Punkt abgezogen, sondern die kriegen dann den Punkt nicht. Punkte werden so nicht abgezogen, die Punkte gibt es dann aber einfach nicht. Die Frage ist dann damit hinfällig und niemand bekommt dafür Punkte. Bevor wir jetzt aber loslegen, beziehungsweise gibt es noch Fragen? War das soweit für alle verständlich? Die Joker dürfen wir im Team besprechen oder entscheidet der die Frage kriegt, ey, guck mal, das ist eine Frage für Das Braten. Ist eine sehr gute Frage, Jay, danke dir. Das ist tatsächlich derjenige, der gerade dran ist, setzt den Joker auch ein. Okay, das heißt, der andere hält einfach die Fresse. Genau, das ist übrigens auch sehr, sehr wichtig. Während ein Teammitglied ausgesucht wurde, das die Frage beantwortet, darf das andere Teammitglied nichts mehr sagen. Das muss stumm bleiben. Ansonsten ist die Frage hinfällig. 23. Hallo? Ganz wichtig. Morse Code ist natürlich erlaubt. Okay. So, aber bevor es jetzt losgeht, ihr Lieben, bevor wir mit dir das Quiz eröffnen, müsst ihr mir 3 Startfragen eröffnen. Wichtig ist jetzt aber, das sprecht ihr nicht aus. Das müsst ihr mir gleich auf irgendeine Art und Weise schreiben. Für jede Frage habt ihr eine halbe Minute Zeit, mir die zu beantworten. Das ist ganz wichtig. Wild. Ich sage euch auch Bescheid, wie es mit der Zeit aussieht. Da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Der wird euch ein Bild halten. Und sobald die beantwortet sind, legen wir mit dem eigentlichen Quiz los. Wichtig ist, die beantworten wir alle. Die müsst ihr alle, also alle 4, beantwortet mir die. Ihr schreibt die mir, wie gesagt. Okay. Schreiben wir die in TS oder beantworten wir die in dem Tool? In TS.
ihr könnt ihr mir einfach im Teamspeak zum Beispiel beantworten, genau, irgendwo, wo ich sie halt sehen kann. Ich frage euch, wie gesagt, diese drei Fragen nacheinander. Ihr habt eine halbe Minute Zeit und diese Fragen sind wichtig für den Verlauf des Spiels. Warum genau? Das verrate ich euch noch nicht und auch nicht, wie viele Punkte die vielleicht geben könnten, wenn sie überhaupt Punkte geben. Ja, 125 Punkte geben die. Okay. Ihr sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid, alle vier, dann weiß ich. Ja, ready. Alle ready? Okay. Wie gesagt, nochmal ganz wichtig, ihr schreibt mir das jetzt im Teamspeak, nicht laut sagen. Frage Nummer 1, beziehungsweise viel eher, beziehungsweise viel wichtiger, es ist gar keine Frage, sondern ihr schreibt mir jetzt bitte die richtige Tastenkombination des Konami-Codes auf. Ach du Scheiße. Das war dafür habt ihr eine halbe Minute Zeit, des Konami-Codes. Das ab Konami-Code? Jetzt 30 Sekunden. Mhm. Bitte was? Des Konami-Codes, wie der geht. Der gute, altbekannte Konami-Code. Ja. Basiswissen. 15 Sekunden noch. Und vorbei. Frage Nummer 2. Soll ich dir das jetzt schon geschrieben haben oder schicke ich dir gleich alle drei? Nein, bitte jetzt schon geschrieben, wenn du es nicht gemacht hast. Ja, aber ich habe 1, 2, 3 geschrieben und warte eigentlich gerade auf Frage 2 und 3. Hier. Okay. Easy. Nee, genau. Entschuldigung. Direkt abschicken, aber alles gut. So. Frage 2. Wie viele Kalorien hat ein Big Mac? 30 Sekunden ab jetzt. Ich sehe gerade, ihr habt mir alle schon geantwortet. Ja. Von daher. Jetzt habe ich dir geantwortet. Oh, jetzt habt ihr mir alle geantwortet. Alles schon. Okay. Aber ist okay. Da braucht ihr 30 Sekunden gar nicht. Okay. Und jetzt noch Frage zu viel eher. Das ist ja Basiswissen, das weiß man ja. Viel eher Aufgabe Nummer 3. Nennt mir 3 Heiligtümer des Todes aus dem Harry Potter-Universum. Eine grobe Beschreibung reicht mir. Alter. Also, es reicht, wenn ihr sowas schreibt wie die leuchtende Frisbee-Scheibe Dumbledores oder sowas. 30 Sekunden ab jetzt. Was sind denn die Heiligtümer des Todes? Das sind Items aus Harry Potter. Aber ich kann dir nicht helfen. Okay. Nee, gerade dürft ihr euch leider nicht helfen. 20 Sekunden. 3? 3 Heiligtümer des Todes, genau. 15 Sekunden noch. 10 Sekunden. 5. Und vorbei. Wer bisher nichts geschickt hat, der hat leider Pech gehabt. Seid ihr hiermit dann bereit für das Kategorienquiz? Mit Twist. Das Quiz mit Twist. Das reimt sich gar nicht, ne? Danke nochmal, Lucy, auf jeden Fall an dieser Stelle. So, ihr Lieben, das sind die 1, 2, 3, 4, 5. Alle habe ich richtig. Ich habe, glaube ich, keine einzige richtig. Ja, das ist ja auch nicht so wichtig. Naja, wollte gerade sagen, wer weiß, welche Priorität sie überhaupt während des Quizzes haben. Nö. 6 Kategorien gibt es insgesamt. Mit jeder Kategorie gibt es insgesamt 5 Fragen, die innerhalb zwischen der Punkteraum 10 und 30 sind, mit der Abstufung von 5 und immer von leicht nach schwer gehen. Die Kategorien sind folgende: Film und Fernsehen, Videospiele, Geschichte und Politik, bekannte Persönlichkeiten, Allgemeinwissen und eigentlich bestimmten Homerun, Pete's Meat. Ja, das ist der Homerun. Schreibst du dir nochmal TS? Und ich wollte auch gerade mitschreiben. Dürfen wir das? Ja. Achso, ich kann die auch gerne. Ich merke gerade. Ich brauche ja schon Übersicht. Wollt ihr die schreiben? Sonst schreibe ich die ganz schnell rein, während ich nochmal erzähle. Ich schreibe die nochmal ganz schnell rein. Und zwar sind es Film, Fernsehen, Videospiele, Geschichte und Politik, bekannte Persönlichkeiten, Allgemeinwissen und Pete's Meat. So, ich habe das jetzt ohne Hingucken geschrieben. Ich hoffe, das ist nicht irgendwie komplett daneben gegangen. Ja. So, und den Anfang. Und den Anfang würde ich sagen. Persönlichkeiten! Ich find's lustig. Den macht Team Sepp Chris. Welche Kategorie möchtet ihr? Wir sagen jetzt, welche Kategorie wir. Also, erstmal müssen wir festlegen, wer jetzt von uns antwortet. Genau, oder? Ich möchte von euch wissen, wer antwortet, welche Kategorie und für wie viele Punkte.
Wir dürfen ja anfangen, Sepp. Also, ja. Ist halt, und damit das nicht so lange dauert, 10 Sekunden, sonst entscheide ich. Also, Christian, letzte Mal, also wie viele Punkte, was waren die Punkte, Dinger? 10 bis 30 mit 5 Punkte Abstufung. 10 bis 30, okay. Genau. Dann würde ich einen 20er nehmen, Christian. Ja, und ja. Ey, also, letztes Mal bin ich auf die Nase gefallen mit einem direkten 30er-Taken. Mhm. Und welche Kategorie? Ich bin auch mit den 10ern auf die Nase gefallen. Ich nehme 20, Christian, was nehme ich denn? Videospiel, komm. 20 Videospiel. Da darf ich jetzt nichts zu sagen, ne? Nein! Christian, du musst jetzt leider komplett still aber bleiben. Aber wir dürfen außer reden, außer ich nehme den Joker. Nein, ihr dürft auch nicht reden. Ja, alle klar, still bleiben. Das Team darf doch reden, wenn die Antwort aus Versehen sagen, das war deren Pech. Genau. Okay. Nein. So, 20 Punkte, Sebastian, ich möchte von dir wissen, welches Easter Egg verbirgt sich in den Namen der Götter und Halbgötter aus Elden Ring. Hab Elden Ring gespielt. Ah. Das hilft dir nicht bei der Frage. Aber das klingt wie, das muss man irgendwo gelesen haben. Vielleicht. Ist jetzt die Frage, soll ich das direkt Christian zuschustern? Der hat das Spiel komplett dann gespielt. Dann wäre ein Joker weg. Und wer weiß, ob Christian das überhaupt weiß. Wer mit dem Easter weiß. Egg ist halt so eine Sache. Das ist halt... Also ich würde sagen... Das Team weiß das bestimmt, weil Bram hat das durchgesucht und Jay hat das auch durchgespielt. Das ist so eine Sache. Ich bin der Einzige, der noch nicht durchgespielt hat. Ja, aber nimmst du auch die Kategorie? Ja. Was nimmst du denn die Kategorie? Elden Ring 20 habe ich genommen. Ich würde das Christian beantworten lassen. Okay, damit habt ihr einen Joker weniger. Habt ihr bestimmt im Stream, hat irgendwer das gesagt. Und ich bin gespannt, ob Christian die Antwort weiß. Ja, genau, jetzt bist du dran. Ich habe keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Ich dachte, das wäre in einem der 100 Elden Ring Streams vielleicht Thema gewesen. Keine Ahnung. Am Ende kommt Miyazaki raus als Wort oder so. Wenn die ist, das deine, ist das deine finale Antwort? Ich habe keine andere. Ich möchte von dir ja oder nein hören. Ja, okay. Ich find es sehr funny. Du bist nämlich unfassbar nah an der eigentlichen Antwort dran. Ja, das ist schön. Du hast es fast richtig geraten, denn sie ergeben nicht die Initialen von Miyazaki, sondern sie ergeben die Initialien von George R.R. Martin, der mitgeschrieben hat an der Geschichte. Ach, natürlich. Aber ich war trotzdem gerade sehr erstaunt, wie nah du da eigentlich eine Idee warst. Nun gut, tut mir sehr leid, die 20 Punkte, die sind A weg und die habt ihr auch nicht bekommen. Nun gut, schauen wir. Hättest du das gewusst, Bram? Keine Ahnung. Scheiße. Keine Ahnung gehabt. Ey, das ist eine 20er, das ist ja locker eine 30er-Frage. Ja, Frage so, Bram, jetzt lass mal direkt hier, vorlegen. Okay. Ja, bist du, ihr seid dran. Ist halt egal. Mir ist das scheißegal. Ja, dann bitte. Okay. Jay, welche Kategorie, wie viele Punkte? Dann, da wir jetzt erstmal einen Free-Schuss haben, würde ich die 15er nehmen. Und dann nehme ich einfach mal Allgemeinwissen 15. Allgemeinwissen 15. Jay, du reist ja gerne. Du kennst dich ja aus in der Welt, du bist ein Lebemann. Und jetzt möchte ich von dir wissen... Teneriffa und Fuerteventura. Zu welcher Inselgruppe gehören Inseln. Die? Das sind die Kanarischen Inseln. Das ist in der Tat komplett korrekt. 15 Punkte. War der sogar im Urlaub, genau. Nee, auf Teneriffa war ich nicht und auf Fuerteventura. War ich beide Male nicht. Lanzarote, La Palma. 15 dicke Öcken. La Palma. Hey, nehmt mal mit. Nimmt man mit. 15 Punkte für euch. Erstmal entspannen. Ihr beide, damit haben wir jetzt, Moment, genau, Jay hat noch 6 Fragen und Chris und Sepp haben noch jeweils 6 Fragen. Nee, ich habe noch 7, also ist okay. Also der Joker, warte, okay, dann ihr sucht jetzt schon mal weiter aus. Ich lese mir nochmal den Joker kurz durch währenddessen, ob das so stimmt. Dadurch haben wir 2 Fragen weg, wenn der Joker den anderen, okay, krass. Ich guck gerade. Ja, nein, habt ihr nicht, okay, habt ihr nicht, Glück gehabt. Ich wollte gerade sagen, macht ja keinen Sinn. Also müssen zwangsweise, muss man den Joker nehmen? Das ist den Joker, der muss genommen werden. Genau, das ist der Joker, der genommen werden muss, dass man eben, Entschuldigung, nein, der Joker, der genommen werden muss, ist der, dass man als Team zusammen antwortet. So. Ja. Und das wird dann aber trotzdem als nur eine Frage
für das Teammitglied gehandelt, die Frage gestellt bekommen hat. Aber dieses Zuschustern dem anderen Team, dem muss nicht genommen werden, weil nein. Wir nein, wirklich nur dieser. Wissen. Genau, nur der erste Joker, der muss genommen werden. Aber also, das macht das aber, wenn man den nicht nimmt, dann würde man den ja nie nehmen, weil du hast ja keinen Nachteil davon, dass dein Gegner, also. Doch, Gegner, wenn, das halt, kann nur gewinnen. Wenn das halt Wissen ist, dass die anderen nicht wissen, dann kannst du ja Minuspunkte dem anderen zuschustern. Nee, es gibt ja keine Minuspunkte. Die Minuspunkte gibt es ja nicht, aber dann. Du kannst dem Gegner dem Gegnerteam einen Punkt schenken, das wäre ultra dumm. Das wäre wirklich dumm. Dann würde ich sagen, den muss man nehmen. Dass halt beide also, wie Teams gesagt, einmal eine Frage dem anderen Team unterjubeln müssen. Es muss genommen werden, dass man zusammen beantwortet. Ansonsten können wir auch sagen, dass jeder Joker einmal genommen werden muss, weil genau, den zweiten Joker ratet ihr schon. Okay. Dann Regelwechsel on the fly. Jeder Joker muss einmal genutzt werden. Macht so. Sinn. Sebastian, Christian, welche Kategorie und wie viele Punkte für euch? Christian, komm, gönn dir mal was. Ich nehme Film und Fernsehen. Letztes Mal haben mich schon die 10er-Fragen zum Verzweifeln gebracht. Hey, gönn dir mal 15. Ja, ich nehme 15. Okay, Christian, dann möchte ich von dir wissen, welcher Schauspieler spielt die Rolle des Hans Gruber im Film Stirb langsam? Oh mein Gott, nein. Wie heißt der noch? Wie heißt der noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß genau, wer das ist, aber okay. Ich habe den Namen vergessen, keine Ahnung. Den habe ich noch wahrscheinlich. Alan Rickman! Alan Rickman ist in der Tat richtig. Oh mein Gott. Oh, Christian, du Tier! Das wow, wunderschön, oh mein wie Gott. Ist aber wie aus der Pistole geschossen. Wie hast du das denn? Ich gerade überlegt habe, der sieht halt mit Bart, sieht der so anders aus, als halt irgendwie ohne Bart und mit längeren nice. Schwarzen Haaren. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich hätte das jetzt auch nicht gewusst. Alan Rickman hat Bruce. Ich hätte Bruce Willis geantwortet. Ich auch. Nee, das ist ja John McClane, die Hauptrolle. Ja, was weiß ich, wer das ist? Keine Ahnung. Deswegen sage ich es dir ja jetzt. Bei der nächsten Weihnachtsfeier kannst du dann beeindrucken mit diesem Wissen. Ja, total. Mich ja, aber Alan Rickman hat ja zum Beispiel auch Professor Snape in Harry Potter gespielt. Eben. Ah. Ne? Seinem hier Dragon Balls. Ist doch egal. So, Jay, Brahmin, ihr seid dran. Welche Kategorie und welche. Was mache ich jetzt, ne? Quatsch, wie viele Punkte? Klar, nämlich Geschichte und Politik 15. Geschichte, Politik 15. Dennis Brammen, ich möchte von dir wissen, wer war der 42. US-Präsident? Ah, leck mich doch am Arsch, Alter, Moment. Ja, die Frage ist, wo sind wir jetzt gerade? Sind wir bei 46 oder sind wir bei 45? Ja, sind aber schon bei 50. Das ist eine gute Frage. Wenn wir bei 46 sind, dann war das, ist das, der 45 Trump, dann war 44 dementsprechend Obama, davor war 43 George W., das heißt Bill Clinton könnte das denn gewesen sein, wenn wir jetzt gerade, dann nehme ich nehme Bill Clinton. Ist das deine finale Antwort? Das ist meine finale Antwort. Billy Clinton, der alte Saxophonspieler und sonst hat er nichts gemacht, was man, glaube ich, erwähnen sollte. Ich dachte, Saxophonspieler war Monica Lewinsky. Ja, und das ist auf jeden Fall richtig. Bill Clinton war der 42. US-Präsident der US. Ich war mir gerade nicht sicher, wie die Zählung ist. Weißt du, wenn Bush 2 Jahre ist, ob der dann der 43. und der 44. ist oder sowas. Ja, aber das würde, glaube ich, nichts bringen mit den Zeiten des der Jahre zusammen. Das, da bin ich aber auch ehrlicherweise drüber gestolpert, gerade bei der Frage. Also ich kannte die Antwort, aber ich dachte auch zuerst, dass man das wirklich so zählt, dass man sagt, ja, aber dann wäre es ja nur 160 Jahre Geschichte sozusagen. Das ist, ja. Stimmt, das würde auch nicht viel Sinn ergeben. Ja. Nun gut. Christian, Sepp. Nice, Bram. Eure Kategorie. Ich enttäuscht. Ja, können wir gerne machen. Wechselt doch gerne ab. Das bringt Spannung rein. Ich gehe mal mit Pizmeet 15. Pizmeet. Können wir uns so blamieren. 15. Okay, du, Sepp, musst mir jetzt bitte beschreiben, in groben Sätzen, das reicht oh, das schon. Ist gut. Das ist gut. Was Hashtag Fluffygate war. Fluffygate, das war in einer Quiz-Show, in der ich glaube auch Jonathan und ich gegeneinander gerade angetreten sind, wo es um Harry Potter ging und der gute Fluffy, das ist dieser mehrköpfige Hund, von einer Harfe bzw. einem Musikinstrument betüttelt wird, dass er einschläft. Und da war die Buchvorlage abweichend zum Film und die Antwort, wir hatten zwei unterschiedliche Antworten, die. Eigentlich beide richtig sein sollten, aber wurden nicht so anerkannt. Und das gab sehr viel Diskussion. Das ist vollkommen korrekt.
Das war die richtige Antwort darauf, denn... Was? Ich wäre niemals darauf gekommen, wer fucking Fluffy geht. Das war ein Riesending, Alter. Das war Brain Battle von Sepp und mir, glaube ich. Nice. Ja. Ach, das war genau richtig. Das war die zweite Ausgabe Brain Battle. Und weil im Film tatsächlich wird Fluffy durch eine Flöte eingeschlafen, nicht eingeschläfert, das ist ein großer Unterschied. Und im Film mit einer Harfe umgekehrt. Im Buch mit einer Flöte, im Film mit einer Harfe. Ich möchte kurz darauf hinweisen, das ist passiv gesehen eigentlich schon die dritte Harry Potter-Frage, die vorgekommen ist. Ja, stimmt. Ist. Mit Alan Potter, gut, dass ich gerade im Musical war. Die komischen Todesdinger und Fluffy. Da scheint die Quizerstellerin große Harry Potter-Fan zu sein. Okidoki, Jay und Bramin, ihr seid wieder dran, genau. Allgemeinwissen 20. Allgemeinwissen 20. Okay. Wenn du auf... Entschuldigung, ich merke gerade, ich... Hier, so. Wenn ich mit aufgepasst wem, habe, ja. Ja, wenn du aufgepasst hast. Mit wem geht Goethes Faust einen Pakt ein? Mit wem geht Goethes Faust einen Pakt ein? Ihr habt noch drei Joker, das als kleine Erinnerung. Nur um diese... Also logisch wäre, man geht einen Pakt mit dem Teufel ein. Deswegen sage ich, dass da das Sprichwort herkommt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich sage Teufel. Mittlerweile kenne ich euch ja alle ein bisschen. Mhm. Und ich weiß, dass ihr auch sehr schnell dazu neigt, irrational zu reagieren. Deswegen jetzt meine Frage an euch. Oh. What? Die Figur, mit der Goethes Faust einen Pakt eingeht, also mit der Figur, die wird... etwas anders genannt. Aber es ist Satan. Schon. Es ist schon der, sagen, Teufel. Ist der Teufel. Satan ist das, der Teufel. Ist das nicht. Sag doch einmal, was die Antwort ist. Es ist Mephisto, oder? Es ist Mephisto, genau. Das kann ich nie vergessen, weil ich habe in der Schule damals erzählt, das ist der Herr des Hasses. Ihr wisst, woher das kommt, oder? Ja, Diablo 2. Und alle so, Christian weiß alles. Der Teufel, oder ist das... In Faust soll es der Teufel sein. Ja, das soll der Teufel sein. Deswegen, ich würde es durchgehen lassen, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich dann wieder geteert und gefedert werde. Ey, da muss der Moderator entscheidet das. Der Moderator entscheidet das. Meine Entscheidung ist, es ist der, ich kenne das Buch, wir hatten das auch im Deutschunterricht und wir haben natürlich immer vom Teufel gesprochen, nicht von Mephisto, auch wenn wir wussten, er hieß dort anders entsprechend. Lass ich es durchgehen. Nice. 20 Punkte gab es für diese Frage. Das war jetzt aber schon eine unangenehme Allgemeinwissen-Frage. Sepp und Chris, ihr seid wieder dran. Ja, Chris, er macht das jetzt. Darf ich eigentlich aussuchen, wenn ich dem anderen Team das zuschustere, wer das beantwortet, oder dürfen das beide beantworten? Du darfst entscheiden, dass es ans gegnerische Team abgegeben wird. Ah, okay. Und die im Team dürfen dann selbst entscheiden, wer das beantwortet. Ja, hätte ich auch gesagt, das klingt doch gut. Ja. Klingt gut. Ich nehme mal bekannte Persönlichkeiten 20. Bekannte Persönlichkeiten 20. Chris, nach welcher Videospielfigur benannte Schauspieler und Comedian Robin Williams? Zelda. Das ist in der Tat korrekt. Seine Tochter hat er Zelda genannt. 20 Punkte stark. Auch für euch. Damit seid ihr gerade gleich auf. Beide Teams besitzen 50 Punkte. Das hätte ich bin gespannt. Nicht. Bisher ist es ja doch ein sehr schönes Gleichaufrennen. Bramin, du bist ja, gehe ich mit Geschichte und Politik 20. Geschichte, Politik 20. Ich möchte von dir wissen, wer führte den ersten Flug mit einer motorisierten Flugmaschine durch? Die Gebrüder Wright. Kennst du doch die Vornamen? Nö. Nicht schlimm, 20 Punkte für dich. Das waren die Gebrüder Wright. Sepp, du hast keine Ahnung von gehabt. Hast du nie Terranigma gespielt? Okay, was Christian, jetzt wird es schwierig. Wir müssten eigentlich weiter bei den 20ern sein. Wenn ihr wissen wollt, welche noch 20er sind, welche offen, 20er. Jules? Peetsmeet ist noch da. Ja. Das war's. Und Film und Fernsehen. Film und Fernsehen und Peetsmeet. So. Okay, da Film und Fernsehen sehe ich mich weniger. Mhm. Mehr Christian. Deshalb, ey, vielleicht kriege ich ja nochmal so ein Fluffy Geld. Ich nehme Peetsmeet. Okay. Die 20-Punkte-Frage in der Kategorie Peetsmeet ist folgende. Welches Format
gewann 2018 die Goldene Emma in der Kategorie Bestes neues Format. Alter. 2018? 2018 das beste neue Format. Deine Antwort? Die Goldene Emma. Möchtest du ein eurer zwei Joker einsetzen? Ich würde jetzt auch tippen, Christian weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Den Joker haben wir gar nicht mehr. Das Gegnerteam könnte. Doch, ihr habt immer noch den Joker, dass ihr zusammen antworten könnt. Ja, ja, den haben wir noch. Zusammen geht noch. Aber Gegnerteam würde ich eher so eine 50er reindrücken. Hm? Weil die könnten es ja noch 30er, wissen. 30er, aber ja. Also ich würde jetzt hier einfach mal sagen, 2018, das ist noch deutlich vor Corona gewesen. Scheiße, wann haben wir denn mit Profi angefangen? Dann noch früher, meine ich. Bestes Format. Hast du eine Antwort für mich? Profi. Mein Lieber. Profi ist deine Antwort? Ja, das ist aber, glaube ich, falsch. Das ist deine Antwort. Die Antwort ist leider tatsächlich falsch. Oh. Denn die richtige Antwort wäre gewesen. Main Battle? Ja, wäre auch meine Antwort gewesen. Okay, dann hättet ihr alle daneben gelegen. Hm. Denn 2018 gewann in der Kategorie Bestes neues Format die Goldene Emma das Format Das Fischstäbchen lügt. Okay. Ja. Ach, dann war das der Anfang der Spielshows erst. Okay. Da habe ich noch nie von gehört, wenn ich ehrlich bin. Noch besser. Ja, Jules beschäftigt sich einfach nicht mit uns. So, wenn ich es richtig im Kopf, habe, ist jetzt Jay wieder dran. Wenn er möchte. Wenn er denn möchte. Natürlich könnte auch Brammen weitermachen. Also Film und Fernsehen 20 ist noch da. Welche 15er sind noch da? Das wird jetzt die 15er, die noch da sind. Einmal Videospiele, bekannte Persönlichkeiten und das war's. Aber 10 Punkte Fragen werden auch noch da, nur zur Info. Ich nehme das Spaß. 10 Punkte sind ja Lappenpunkte. Aber auch Kleinvieh macht Mist. Allgemeinwissen 30. Allgemeinwissen 30. Jay möchte es wissen. Daher möchte ich von dir wissen, Jay. Wie heißen die Enden von Schnürsenkeln? Das ist das, was Emma immer kaputt beißt. Ich denke, ja. Schnürsenkelende ist nicht die Antwort, die du suchst. Und wusstest du, dass Schnürs, dass es also einen Namen dafür gibt? Das war übrigens noch keine Antwort. Nee, ich wusste alles nicht, gut. Dass es dafür Antworten gibt. Aber... Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das Bram weiß. Deswegen würde ich sagen, dürfen wir. Möchtest du ist eigentlich scheißegal, ob Bram jetzt so antwortet. Joker? Na, Moment, dann dürft ihr euch ja besprechen, tatsächlich. Ja, okay, aber das macht ja keinen Unterschied, weil ich habe keine Ahnung und ich halte einfach die Schnauze und lass Bram jetzt raten. Okay, okay. Ich weiß das leider nicht. Ich habe im Kopf, dass das vielleicht Clips heißen könnte, einfach nur richtig doof. Deswegen würde ich damit gehen. Deine Antwort ist Clips. Ja, aber das heißt wahrscheinlich anders. Okay, es heißt tatsächlich anders. Ich wusste wirklich nicht, dass es einen Namen hat. Und zwar wird es umgangssprachlich Nadel genannt. Man kann aber auch Stift oder Pinke dazu sagen. Das wäre jetzt die Frage gewesen, wenn die uns gegeben hätten, da wäre die angeschmiert gewesen. Oh, Christian hätte es gewusst. Hättest du es gewusst? Hm? Weil Emma das immer zerbeißt. Ja, oh, das wäre so gut gewesen. Zerkaut halt immer. Irgendwann habe ich das. Wollte ich auch eigentlich. Also, da das eine Schuhfrage war, dachte ich, vielleicht weiß Bram das ja zufällig. Deswegen. Ja. Ah, jo, der Herr der Schuhe. Machst du nix, Bram. Machst du nix. Nicht schlimm. Machen wir weiter. Christian, euer Team ist wieder an der Reihe und du bist dran. Ja, irgendwann hat gerade zu mir gesprochen. Ich weiß. Hörte sich an wie unser Staubsaugerroboter. Achso, hat er gesagt, Film ja, und Fernsehen 20? Film. Nehmen wir doch. Ja. Film und Fernsehen 25. Film und Fernsehen 25, sehr gerne doch. Ich möchte von dir wissen, für welchen Film, in dem Daniel Brühl im Deutschen die Hauptrolle spricht, schrieb Phil Collins den Song Great Spirits. Welcher aber nicht von ihm, sondern von Tina Turner gesungen wurde. Was? Kann ich die Frage gerne nochmal wiederholen. Ja. In welchem Film, in dem Daniel Brühl die Hauptrolle spricht, schrieb Phil Collins den Song Great Spirits, der von Tina Turner gesungen wurde? Daniel Brühl spricht da die Hauptrolle.
Im Deutschen. Im Deutschen, nicht im Englischen. Nur im Deutschen. Ehrlicherweise weiß ich, ob er das im Englischen nicht auch vielleicht spricht, aber im Deutschen auf jeden Fall. Wie hieß denn das nochmal? Das kann ich dir leider nicht sagen, aber ich brauche von dir eine Antwort. Alles steht Kopf. Alles steht Kopf. Das ist weit vorbeigeschlittert am Ziel, leider, leider. Die Antwort wäre gewesen... Du willst auch keinen Joker, ne? Nee. Die Antwort wäre gewesen... Achso, Entschuldigung. Die Antwort wäre gewesen Bärenbrüder. Ach du Scheiße. War so ein animierter Film halt. Also bei Alles steht Kopf habe ich auch als erstes dran gedacht. Boom. Christian, das war ein guter Guess, aber dann ist mir eingefallen, die Hauptperson ist nicht... Und das ist grün. Es ist ein Boom. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, Bärenbrüder, Alter, Vater. Bei Phil Collins hätte ich ehrlicherweise Tarzan getippt. Ich wusste gar nicht, aber dass... Aber Tina Turner liegt ja nicht in Tarzan. Ich weiß, aber das wäre trotzdem... Ich hätte es auch nicht beantwortet gewusst. Ich hätte trotzdem, das wäre so mein... Ich glaube, Daniel Brühl war da auch noch 12 oder so. Tarzan? Alter, ich war kurz bei Pocahontas und da dachte ich mir so, hä, Alter, das kann ja gar nicht. Das ist eine weibliche Hauptrolle. Aber auf jeden Fall schwer, Christian. Oder kannst du deine Stimme sehr gut vorstellen. Ja, das war eine 25-Punkte-Frage auf jeden Fall. Brammen! Ja, ich nehme Videospiele 10. Videospiele 10. Für was für ein Geschäft arbeitet Franklin zu Beginn von GTA 5? Boah, Moment. Der arbeitet ganz am Anfang für diesen Autoladen, also Autovermietung, Autowerkstatt. Ja. Autogeschäft. Nice. Das, ist schon, das ist schon die Antwort. Ich brauchte nicht den Namen oder so, das war richtig. Ich brauchte einfach nur Autovermietung. Autovermietung. 10 Punkte gehen auf euer Konto damit. Autohändler, Alter, das war wild. Sebastian, du bist wieder dran. Ich nehme Allgemeinwissen 10. Allgemeinwissen 10. Sebastian, wie lautet die Adresse von Sherlock Holmes? Ich möchte Straße und Hausnummer wissen. Ach, scheiße. Baker Street. Fuck. Was ist denn die genaue Nummer? Damn it. Ich glaube, 420 ist die richtige Antwort. Baker Street 42069. Fuck! Der Gag lag mir auch auf der Zunge. Boah, auf die Nummer komme ich, glaube ich, nicht. Möchtest 10 du Punkte Christian den Joker fragen. Benutzen, ist aber auch irgendwie wasted, glaube ich. Und bist du dir auch vollkommen sicher, dass du nicht auf die Antwort kommst? Ich werde jetzt eine Nummer sagen. Das wollte ich mich gerade vorschlagen. Rat doch einfach mal ins Blaue, weil zumindest den Namen, der scheint dir ja geläufig zu sein. Ob er das wirklich ist, das löse ich noch auf. Aber ich habe die komplette Serie gesehen, ich habe mir die blöde Nummer nicht gemerkt. Wenn du die sagst, sage ich, ja, genau, die Nummer. Das ist 1337 Baker Street. Leider nicht. Baker Street 15 wäre die Antwort gewesen. 15? Ach, 15? War das nicht 221 oder so? 221B. Das war tatsächlich 221B Baker Street. Ich wollte nur wissen, wie ihr reagiert, wenn ich wollte gerade sagen, also das wusste ich, dass das nicht 15 ist. Das ist falsche Information. Ich sagen. Ich hatte gehofft, dass vielleicht irgendjemand sich so, ja, da hat er gewusst? Vollkommen recht. Ja. Okay. Ja, aber für 10 Punkte weiß ich nicht. Aber das stimmt schon. Es war nur eine 10-Punkte-Frage von da den Joker. Den spart man sich wahrscheinlich besser auf. Jay, du bist wieder dran. Nee. Bram, du bist wieder dran. Ich habe gerade Videospiele gemacht mit Franklin. Ach so. Ja doch, Jay, dann bist du doch wieder dran. Hatte ich doch richtig. Ah ja, stimmt. Ja, aufgeschrieben. Ja, nee, ich dachte, ich wäre gerade bitte Stürsenkel dran gewesen. Okay. Was für 15er waren noch frei? 15er haben wir noch. Videospiele. Ja. Und? Bekannte Persönlichkeiten. Die beiden sind noch frei. Videospiel muss man halt gespielt haben. Bekannte Persönlichkeiten könnte man vielleicht wissen. Genauso wie auch das die Videospiele, heißt, aber ich nehme die Persönlichkeiten. Du nimmst die bekannten Persönlichkeiten und die 15-Punkte-Frage da lautet: Welcher deutsche Schriftsteller ist Schöpfer der Figur Winnetou? Einhard May. Ist das deine finale Antwort? Der heißt mit May mit Nachnamen. Vielleicht heißt er auch Berthold oder sowas. Was weiß ich. Ich sage May.
glaube, der ist. Ich brauche Vorname und Nachname von dir. Komm! Hast du gerade nicht gesagt. Ja, aber das sage ich jetzt. Ach so! Also, welcher deutsche Schriftsteller ist Schöpfer der Figur Winnetou? Ja, das, was ich gerade gesagt habe. Reinhard May ist die Antwort? Meinetwegen. Das hast du gerade gesagt. Ist ja, das deine Antwort? Dann ist, ja. Okay, das ist falsch. Karl May. Karl May wäre ja, Name, der, heißt. Der Name des Autors von Winnetou gewesen. Cool. Das nicht schlimm. Ein paar Fragen sind ja noch offen. Christian, ja? Welche Kategorie und wie viel Punkte? Ich habe völlig den Überblick verloren. Easy. Ja, wir sehen das leider nicht. Ich kann es ja gern kurz mal sagen. Also wir haben in Film und Fernsehen haben wir noch die 10, 20 und 30 offen. Bei Videospiele 15, 25, 30. Bei Geschichte und Politik 10, 25, 30. Bei bekannte Persönlichkeiten. Wir haben überall noch 10, 25, 30 offen. Ich glaube, okay, das kurz ist gerade ab. Bekannte Persönlichkeiten 25. Bekannte Persönlichkeiten 25. Neben der Deutschen hat Nico Rosberg welche andere Staatsbürgerschaft? Weiß er dann nicht, wer das ist? Okay, ja, also wer das ist, weiß ich. Der hat doch eine andere Staatsbürgerschaft. Ist eben ja der Deutschen. Witzig. Wo könnte der denn neu herkommen? Das ist eine Frage, die dürfen wir zum Beispiel nicht weitergeben, weil Jay weiß dazu 100%. Ich glaube, der hat. Nee. Nein, also wirklich die Frage. Nicht. Ich glaube, okay. Der hat mehrere. Ich glaube, der könnte sogar drei haben. Ich bin am Schwanken zwischen dreien. Das wäre cool, wenn der dann alle also ich, hat. Ich brauche von dir eine dieser drei. Weißt du, ich schwanke so im österreichisch-schweizerischen Raum oder sowas wie Großbritannien. Möchtest du dich vielleicht mit Sepp besprechen? Könnte er das wissen? Nee, das glaube ich nicht, ehrlich. Also, nimm mir das nicht übel, aber das würde mich hart wundern. Oh, ich nehme dir das sowieso nicht übel. Ich bin ja nicht Sepp. Also, boah, wenn er das weiß, wird natürlich ärgerlich, ne? Aber Nico Rosberg? Ansonsten, mein Lieber, ich bräuchte ja, so langsam eine Antwort von dir. Ich sag, der ist zum einen hat er die deutsche Staatsbürgerschaft und zum anderen die englische. Das ist leider falsch. Ja, die denn britische. Nee, so asozial bin ich dann doch nicht. Finnische oder Monegasse? Tatsächlich, ach, ich glaub, Jay. Ich hätte die finnische geantwortet. Ja, damit hätte Jay auch 25 Punkte gemacht, denn der gute Nico Rosberg kommt aus Finnland. Ach. Und hat daher die Vater. Finnische Staatsbürgerschaft. Ja. Gut, dass du mich abgegeben hast und nicht mich gefragt hast. Meet 30. Eats Meet 30 möchte Dennis Brammen haben. Welches Spiel bzw. Format ist auf peatsmeet.de am beliebtesten? Wenn man die Playlist aller Spieleformate auf die Sortierung beliebt stellt, kommt als Ergebnis was heraus? Auf Platz 1 ist... Boah. Ich sage, auf Platz 1 ist... DayZ. Ist das deine finale Antwort? Ja. Okay. DayZ ist falsch. Das bisher beliebteste Format von Pete's Meet, das bei der Sortierung beliebt auf Platz 1 ist, ist GTA Online. Oh. Ah. Oder Minecraft. GTA Online. Nice. Christian, nee, Quatsch, Sebastian, du bist dran. Das ist auch absolutes Trivial. Was hatten wir bei Pete's Meet noch offen? Bei Pete's Meet haben wir jetzt noch die 10-Punkte-Frage und die 25-Punkte-Frage offen. 25. Ja. Was war nach Terraria das nächste Let's Play, in dem alle aus dem Team, in Klammern damals auch noch mit Hardy, gleichzeitig zusammen gespielt haben? Ganz gerne mal wiederholen. Was war nach Terraria das nächste Let's Play? Damals. Dass alle sechs gespielt haben. Also Let's Play ist aber dann kein Multiplayer oder also Wer weiß. Weil sonst würde ich eiskalt sagen, Modern Warfare 2. Würdest du sagen oder sagst du? Das kommt doch jetzt erst raus. Das ist jetzt ein Also nächste Videoreihe, ich war dann
sehr spät dann, also Minecraft war ich super spät mit dabei. Also ich sag Modern Warfare 2. Modern Warfare 2. Das Spannende ist ja, zur selben Zeit kam der Konkurrent raus. Nein, Battlefield. Und Battlefield 3 wäre die richtige Antwort gewesen. Oh mein Gott. Das war ich wäre bei diesem gewesen, ich bin auch so Modern Warfare-mäßig. Ich glaube, Modern Warfare haben wir schon vorher gemacht. Meine ich auch. Allen? Ich meine auch. Ja. Also, oder vor Terraria, kann natürlich auch sein. Das war doch damals so, ich habe da so einen Kollegen, der aus dem Studio mitspielt, der heißt Flip. Ja, aber da haben wir, glaube ich, noch nicht. Und da nehme ich einfach mal mit auf. So war das. Ja, vorher wurde ja auch EVE Online und so schon gemacht. Stimmt, ja, Christian war bei Terraria auch schon dabei. Also das war lange vor meiner Zeit, deswegen... das war auch... Du ich hätte, weiß. Ich hätte auch fast gedacht, das wäre so eine Trickfrage, weißt du, so, das wäre einfach die Minecraft Season 4 oder so schon. Ja, hatte ich auch kurz überlegt, aber ich weiß nicht, in welcher Season ich dabei war als erstes, aber... Ja, nice, schade. Schade Schokolade. So, 10-Punkte-Frage ist bei PeteSpeed noch offen. Bei Allgemeinwissen haben wir noch die 25-Punkte-Frage. Bei den Persönlichkeiten die 10- und die 30-Punkte-Frage. Geschichte und Politik 10, 25, 30. Bei Videospiele 15, 25, 30 und Film und Fernsehen 10, 20 und 30. Okay. Was davon würdest du gerne haben? Brammen. Hatte ich nicht gerade Pizza mit 30, die ich nicht wusste? Ja, hattest du. Jay. Karl May. Nee. Gerade war jetzt nämlich dann Sepp dran, jetzt ist Jay dran. Ja, wenn du keine Übersicht hast, dann echt schwierig. Ich hab sie dir gerade gegeben. Was war bei Allgemeinwissen offen? Bei Allgemeinwissen haben wir noch die 25-Punkte-Frage. Nehme ich die. Dann beschreib mir doch mal grob, was eine Rochade ist. Ach komm. Alter. Es gibt bestimmt auch ganz viele andere Antworten noch, die zählen. Aber soll ich den Joker nehmen, damit die anderen das beantworten können? Oder sage ich doch lieber, das ist ein Schachspielzug. Das reicht doch eigentlich schon, oder? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Weißt du, was es für ein Schach? Also, Turm wechselt mit dem König. Perfekt, dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Die 25 Punkte, die sind nice. bei Team Yay. Und damit steht es jetzt 105 zu 50. Lecker. Das ist gut, dass Jay das wusste. Aber manche Fragen sind, man muss auch Glück haben mit den Fragen, die man kriegt. Ja, manches Allgemeinwissen ist halt einfach. Das stimmt auf jeden Fall. Ein Schachzug und was er macht, keine Ahnung. Ich hätte es durchgehen lassen, ich war aber sehr happy, dass Jay es wusste, wenn ich hier bin. So, dann ist Christian jetzt dran. Allgemeinwissen ist damit weg. Ja, das war eh vorhanden. Nehmen wir doch mal Geschichte und Politik. Was haben wir denn da noch offen? 10, 20 und 20. 10, weg, ne? 25 und 30. Ja, komm, wenn, dann setzen wir uns richtig rein. 30. 30. Wir müssen jetzt langsam aufholen. Christian, super einfache Frage tatsächlich. Ich möchte von dir einfach nur wissen, wer hat denn das heliozentrische Weltbild verbreitet? Galilei. Hätte ich jetzt auch. Was ist denn heliozentrisch, Mann? Das Aktuelle. Das wusste ich. Das wusste ich auch. Ja, Galileo Galilei, hätte ich jetzt gesagt. Galileo Galilei, das ist deine Antwort? Ja. Die ist leider nicht richtig. Das heliozentrische Weltbild, das hat... Ohne Mittelpunkt. Ich glaube, das hatten wir sogar als Frage auch schon. Glaube ich auch mal. Aber ich wäre da ganz bei dir gewesen, Christian. Ich hätte auch Galileo gesagt irgendwie. Wäre aber Kopernikus oder sowas? Tatsächlich Kopernikus gewesen. Kopernikus, ja. Schade. Okay. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Naja, nicht so schlimm. Brammen! Naja. Ja, PeteSmeet haben wir noch was offen? PeteSmeet haben wir die 10-Punkte-Frage noch offen. Ja, dann nehme ich die. Wer war der Einzige von Team PeteSmeet, dessen Gesicht im Weihnachtsvideo 2011 nicht enthüllt wurde? Christian. Das ist vollkommen korrekt. Christians Gesicht hat man in dem Weihnachtsvideo 2011 nicht gesehen. Ich habe es bei Vorbereitung des Quiz zum ersten Mal gesehen und fand das super putzig tatsächlich. Besonders wie nervös Peter war. Das war richtig schön. Das hätte ich jetzt, glaube ich, nicht auf Anhieb gewusst, weil Christian noch nicht... Ich habe da einfach nicht mitgemacht, glaube ich. Ich glaube, der hat einfach keinen Bock gehabt.
Also war geraten, Bram, oder wusstest du das noch? Ich wusste, erst war in meinem Kopf Hardy, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich die Transition zu Hardy gemacht habe. Okay. Also konnte es Hardy nicht sein, also musste der Rest sein. Und Jay hat diesen geilen Move gemacht, wo er nach links und rechts geguckt hat, das weiß ich noch. Okay. Zwei wichtige Infos. Cool. Nice. Die Kategorien Pizza und Allgemeinwissen sind damit weg. Bei bekannte Persönlichkeiten haben wir noch die 10 und 30 Punkte Frage. Bei Geschichte und Politik noch die 10 und 25 Punkte Frage. Bei Videospiele 15, 25 und 30. Und bei Film und Fernsehen 10, 20 und 30. Sprich, im Klartext, 6-mal seid ihr jetzt noch dran. Und weil 2 Fragen bleiben ja offen. Film und Fernsehen 30 nämlich. Film und Fernsehen 30. Sebastian. Welcher Entweder Moderator? Chris oder für die anderen? Welcher Moderator moderierte neben Frank Elstner, Thomas Gottschalk und Markus Lanz für knapp ein Jahr die Sendung Wetten, dass? Wer ist der unbekannte Dritte, der Vierte. Entschuldigung, Vierte, danke Jay, Vierte, der auch Wetten, dass moderiert hat? Die drei war, da war Guido Kanz, war da nicht mit dabei, oder? Ist das eine Frage oder eine Antwort? In deiner Aufzählung von derer, die dabei waren. Ich kann die Frage gerne nochmal stellen. Welcher Moderator moderierte neben Frank Elstner, Thomas Gottschalk und Markus Lanz die Sendung Wetten, dass? Meinetwegen Guido Kanz, aber das würde ich, glaube ich, nochmal absichern lassen von Christian, weil es ist eine 30-Punkte-Frage und wir brauchen die Punkte. Okay. Darf ich jetzt mitmachen? Ja, dann habt ihr damit den. Das war nicht Guido Kanz, das war. Wie hieß der denn noch? Guido Kanz, der hat doch. Du Guido hast meinst, nicht? Verstehen Sie Spaß. Das kann sein. Wie hieß der denn noch? Das kann sein. Wolfgang. Beschreib mal. Wolfgang, nicht so tief. Ich weiß es nicht mehr. Nicht so tief? Ja, Cerno Jobert, nee, das war das, glaube ich. Ja, über den haben wir auch gesprochen. Der war dann aber bei Verstehen Sie Spaß, ne? Einfach Cerno Jobert hat ja nicht nur das ZDF-Morgenmagazin gemacht oder sowas. Nee, den hatten wir letztens auch irgendwo, wo du sagtest, Mensch, das hätte ich nicht gedacht. Aber okay. Sepp, Christian, eine Antwort müsst ihr mir geben. Ich weiß es auch nicht. Ja. Ich glaub, ja, Guido Kanz, bleiben wir dann trotzdem bei. Also besser als nichts. Das verstehen Sie Spaß. Okay, fuck. Guido Kanz ist eure finale Antwort. Die habe ich damit eingeloggt. Aber Christian, was hättest du gesagt? Weiß ich nicht. Guido Wolfgang Kanz. Lippert! Oh mein Gott, ja. Hättest du den gesagt? Lippert. Wolfgang Lippert hätte ich gesagt. Das ist richtig, oder? Scheiße. Erna kommt und sie hätte dir gesagt, ja, Wolfgang Lippert, das wäre richtig gewesen. Kenne ich aber auch nicht. Guido Kanz war es nicht. Der hat meines Wissens nach, ganz wichtig, meines gefährlichen Halbwissens nach, Wetten, dass nie moderiert. Naja, doch nicht. Ja, da waren ja dann auch alle, oder? Ja. Genau, die schon, vier sind es eben. Es hätte ja sein können, dass er mal Gastmoderator so ist, aber auch so. Das war ja eben nicht. Also, ja, Michelle Hunziger und hier Cindy aus Marzahn ja auch. Genau, deswegen, aber ich glaube, Guido Kanz war nie in dieser so Co-Moderator-mäßig dabei. Ja, genau. Nun gut, Jay, du bist schade. Wäre wichtig gewesen. Schon wieder dran. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass immer nur ich dran komme. Wo war denn schon? Nein, du bist immer nach Christoph und immer nach Sepp. Ich weiß nicht, jedes Mal. Hauptsache mal kurz beschweren. Welche 30er hatten wir noch? Oder 25er haben wir noch? Okay, 25er haben wir noch. Videospiele, Geschichte, Politik, Punkt. Videospiel und Geschichte, Politik haben wir noch die 25er auf. Boah, komm, Geschichte und Politik, Abfahrt, let's go. Was versteht man in Deutschland unter dem Recht der Freizügigkeit? Was? Was versteht man in Deutschland unter dem Recht der Freizügigkeit? Dafür gibt es 25 Punkte. Auch ihr habt noch 2 Joker über. Einmal könnt ihr sie an das andere Team abgeben oder könntest du das an das andere Team abgeben, die Frage. Oder natürlich dich mit Brammen besprechen, falls du die Antwort nicht weißt. Ah komm, Bram, let's go, lass das zusammen mal machen. Das Recht der Freizügigkeit ist dein Recht, dass du von A nach B ziehen kannst in Deutschland und auch da arbeiten darfst. Perfekt. Ja, dann perfekt. Sagen wir, das ist die Antwort und es geht nicht um irgendwie, man darf sich anziehen, wie man möchte. Nee, da kommt FKK her, James.
Ja, ich habe keine Ahnung. Nice. Ich dachte halt so, also das Recht der Freizügigkeit gibt in meinem Sinne ja dann nicht in Saudi-Arabien für Frauen oder so. Dürfen sie nicht anziehen, wie sie wollen. Das meint ihr, also das. Nee, das ist. Das war eins der größten Sachen, als Schengen gekommen ist mit der EU. Ja, perfekt, gut, dass du das weißt. Ich meine, die Punkte auch schon bekommen, das ist richtig. Beste Joker-Nutzung. So, Christian, du darfst wieder. Wir haben noch Film und Fernsehen 10, 20, Videospiele 15, 25, 30, Geschichte, Politik 10 und bekannte Persönlichkeiten 10 und 30. War ich in irgendeiner Kategorie noch nicht? Warte mal, Film und Fernsehen habe ich gemacht. War ich schon glaube, du hattest Videospiele noch nicht, nein. Ja, dann nehmen wir doch Videospiele halt 30. Ihr habt durcheinander gesprochen, Entschuldigung? 30. 30. Wie heißen Frau und Sohn von John Marston aus Red Dead Redemption? Alter, der Sohn. Boah, das ist aber voll Spoilerino jetzt hier, ne? Wobei der Titel ist, weiß ich nicht. Es geht um den ersten Teil, der ist ja wirklich, soll genau. Nicht der, soll der nicht der Hauptcharakter, aber der soll doch der Hauptcharakter in Teil 3 werden. Der Sohn. Da weiß ich nichts von. Man spielt ja den Sohn am Ende von Teil 1. Boah, den Namen denn schon Spoiler? Was? Den Namen denn schon Spoiler? Nee, aber du hast ja schon gespoilert, dass der einen Sohn hat. Und eine Frau. Aber ist das ein krasser Spoiler? Spielt sie Prolog, dann weißt du das. Boah, Frau und Sohn finde ich schon krass. Ja. Aber 30er. Bei den 30er. Mit Vor- und Nachnamen. Also du könntest... Nee, gut, Nachnamen ist mir auch wichtig, das stimmt. Wie hieß denn der Sohn? Er und Frau Marston. Wie hieß denn der Sohn? Ja, der Nachname reicht mir leider nicht. Ihr könnt die Frage natürlich noch ans andere Team abgeben. Das ist der Joker, den ihr beide noch habt. Ja, macht das Sinn? Ich das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, wie die beiden heißen. Also mit Nachnamen, das kann ich dir sagen, heißen sie Marston. Ja, danke schön. Bitte. Ich bin gerade am überlegen, ob Sepp das weiß. Oder überhaupt jemand aus dieser Runde hier. Ich gebe das mal ans andere Team ab. Damit sind eure Joker aufgebraucht und du hast es an ein Team abgegeben. Jetzt bin ich gespannt, ob... Wait, haben wir nicht noch den zum Zusammenbesprechen? Ach nee, Quatsch, den hat Sepp gerade benutzt. Nee, den habe ich gerade benutzt, ja. Wir dürfen das jetzt... Stimmt, das hätte ich mit Sepp zusammen besprechen, wa? Hättest du das gewusst, Sepp? Nein. Nee, Entschuldigung. du darfst es... Ihr müsst jetzt auch entscheiden, wer das von euch beiden beantwortet, ohne euch vorher zu besprechen. Sollte denn gehen? Ja. Ja, ihr könnt euch was sagen. Die beiden können das zusammen beantworten. So wird das bei uns dann auch. Würde ich sagen, sein, Jay, du vielleicht? Okay, dann nehmen wir den alles gut. Dann machen wir das, wenn wir das dann so on the fly antworten, dann beenden, dann machen wir das so. Dann dürft ihr aber auch gleich, wenn an euch eine Frage kommt, wird, die zusammen beantworten. Ja. Okay, dann Bram und Jay, besprecht euch gerne. Jay, meine Antwort ist... genau... ich habe keine Ahnung. Ich weiß genau, wie sie aussehen. Claire und John, hätte ich gesagt. Einfach, weil das so zwei super generische Namen sind. Ey, Bram... Einen Namen davon hätte ich, glaube ich, auch genommen. Aber John ist ja auch der Vater. Ach so, ich aber sag vielleicht nichts, Entschuldigung. Auch der John Marston Jr. Ja, das stimmt. Jules, du wolltest nichts sagen. Also, das ist, glaube ich, nicht John. Erstmal wo reinbeißen. Ich glaube nicht, dass das John ist. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe das so, dass die gerade... Ich habe irgendwie sowas wie Cameron im Kopf. Ja, dann Cameron und John. Ja, ich weiß es aber auch nicht. Okay, ich brauche jetzt eure finale Antwort, bitte. Wait, heißt die Mutter jetzt Cameron? Ja. Diaz. Die Mutter heißt Cameron und der Sohn heißt John. Ja, oder Klein Adolf. Vielleicht heißt er auch so. Frau und Sohn von John Marston aus Red Dead Redemption heißen... Ich habe irgendwas mit Mary getippt. Mary und, keine Ahnung, John. Abigail und Jack. Abigail. Jack. Fast. Abigail und Jack, ja, absolut. Mann, ich habe das Spiel letztes Jahr durchgezockt, Alter. Das ist echt traurig. Ja, aber du das bist jetzt dran. Wissen. Ich wollte gerade sagen, Jay, bin ich wirklich dran. Ja, Film, Fernsehen, Videospiele. Weil Christian gerade dran war. Haben wir noch Geschichte und Politik? Geschichte und Politik haben wir noch die 10-Punkte-Frage. Bekannte Persönlichkeiten? Da haben wir noch die 10- und 30-Punkte-Frage. Ja, ey, ich sehe mich da ganz klar bei der 30. Jetzt bin ich, ich bin gespannt. Wie lautet der richtige Name von Terence Hill? Hm. Das war aber nicht Jay, der ihn gemacht hat, oder? Nein, das war nicht Ich habe mich gerade nur beim Wässerchen verschluckt.
Was haben wir noch für Joker? Nur das Abgeben. Ne? Nur das Abgeben habt ihr noch. Und, ich glaube, der heißt Bud Spencer. Ich habe irgendwie das Gefühl, Terrence dass ich Hügel. Lieber, ich glaube lieber, dass ich Terrence Hügel antworte, als dass ich das weitergebe, wenn ich mir der Christians Reaktion so anhöre. Was? Ich habe keine Ahnung. Terrence ist. Hill. Das ist. Dann komm, wenn du es eh nicht weißt, dann kannst du einmal ins Blaue raten jetzt. Das ist, ja? Terrence Hill. Ist das deine Antwort? Ja, keine Ahnung. Das ist nicht die richtige Antwort. Aber das ist eine Trick-Question gewesen. Ah, doch nicht, okay. Nein, das ist leider keine Trick-Question gewesen. Also die Antwort wäre nice gewesen. Oh, als ob ich die abgebe, vor allem nachdem du gemacht ja, hast. Ja, der war ja der Dumme, der heißt Mario Girotti oder so. Ja, das ist in der Tat korrekt. Mario Girotti wäre die richtige Mario Antwort gewesen. Weiß, das wäre die Antwort gewesen. Naja. So. Wir fast verdoppelt unsere so Punkte. Ganz schnell nochmal für euch. Was? Bekannte Persönlichkeiten 10 Punkte, Geschichte, Politik 10 Punkte. Videospiele 15 und 25 Punkte, Film und Fernsehen 10 und 20 Punkte. Das Videospiele heißt, 25 wir haben noch nehmen, wir müssen vier Fragen. Das heißt, es ist noch einmal Sepp dran, danach ist noch einmal Brammen dran und dann war es das. Ja, wir können, glaube ich, eh nicht mehr gewinnen, aber wir versuchen jetzt zumindest noch Punkte zu machen, weil wir sind echt auf einer Durchstrecke. Ja, Moment, wir haben ja ganz am Anfang auch was beantwortet, falls ihr euch erinnert. Ja, bla, keine Ahnung, wenn das 100 Punkte gibt, dann haben wir vielleicht noch gewonnen, aber sonst nicht. Das wäre ganz schön rigged. Also, soll ich nochmal sagen, welche es gibt? Ich hatte Videospiele 25. Oh, Entschuldigung. Okay, wie heißt der Entwickler des Indie-Games Undertale? Underdog. Ist Underdog deine finale Antwort? Was ist denn fucking Undertale? Oh, ich glaube, jetzt hast du gerade ein paar Menschen da draußen, die gerade zuschauen, sag mal. Nee, ich kenne das einfach nicht. Also, das heißt nur, weil ich das nicht kenne, dass das doof ist. Ich kenne das nur nicht. Okay. Das heißt, weil du nicht kennst, ist das doof? Ja. Das habe ich auch so verstanden. Möchtest du trotzdem mal ins Blaue? Ich meine, ganz ehrlich, also der. Hörst du mir überhaupt zu? Der häufigste Name auf der Welt ist zum Beispiel Mohammed. Achso, okay. Das war auch deine finale Antwort. Okay, Tobias Fox wäre die richtige Antwort gewesen. Was soll ich denn jetzt ins Blaue? Also, was soll ich jetzt bloß doof rumlabern? Ich habe einfach geantwortet. Also, eine Firma zu nennen, musst du natürlich Vor- und Nachnamen wissen von Tobias Fox. Okay. Kennt das Spiel einer von euch? Geschichte und Politik, was haben wir da noch? Ja, ich Geschichte und Politik hatten wir natürlich noch die 10-Punkte-Frage. Ja, dann nehmen wir die, komm. Okay, wer gilt als Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung? Das hatten wir schon mal. Ja, und das hatten wir alle falsch. Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Das hatten wir alle falsch. Hey Jay, ich gebe denen jetzt die 10-Punkte-Frage, weil das könnte. Jay, die kriegen die Frage. Das ist aber scheiße. Also ich nehme den letzten Joker von uns. Du bist ein richtiger Gönner. Ich weiß, so bin. Also Christian, ich glaube, auch, wir haben oder? Damals... Also wenn er die letzte Frage ich ist, müsste er den Joker nehmen. Ich weil ich muss nicht, ich glaube, es tut mir leid, das habe ich eben gerade gesagt, ich weiß, aber ich glaube, ich habe mich tatsächlich verzählt, weil wir haben jetzt danach noch... Christian genau, danach, noch genau, danach, genau, danach ist nochmal Jay dran und also beziehungsweise danach ist dann Christian dran, dann nochmal Jay und dann ist vorbei. Entschuldige, ich habe mich tatsächlich verzählt. Deswegen, ich gebe die Frage, meine letzte Frage gebe ich einfach ab. Das ist aber scheiße. Haben wir damals gesagt Washington und haben wir nicht damals alle auf Thomas Jefferson getippt oder so? Lincoln? Lincoln, wie war nochmal die Frage? Die Unabhängigkeitserklärung. Wer gilt als Verfasser? Der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Also er muss echt alt sein, der Dude. Ich meine, wir haben da alles getippt von Washington und Lincoln und dann war da aber ein Name, der jetzt nicht ganz, also der ist schon bekannt, ja, bevor sich die Leute wieder aufregen. Wie hießen nochmal, wie hießen nochmal dieser Film von diesem Vampirjäger oder Zombiejäger? Abraham Lincoln. Ja, dann war das, meine ich, der. Nee, war das nicht Thomas Jefferson oder sowas? Ja, dann nehmen wir Thomas Jefferson. Ja? Ihr wollt Thomas Jefferson? Ja, Jefferson. Okay, und das ist tatsächlich die korrekte Antwort. Okay. Der Christian und Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung ist Thomas Jefferson. Ich musste gerade da an den Film denken, hier, wie hieß der mit Nicolas Cage, wo er die Unabhängigkeitserklärung auch spielt. Face Off?
Ah, ich weiß ja. Mit John Travolta zusammen. Tempelritter. Ah, Vermächtnis der Tempelritter. Vermächtnis der Tempelritter. Stimmt. So, damit haben wir keine hier Geschichte-Politik-Fragen mehr. Wir haben immer noch bekannte Persönlichkeiten, 10 Punkte. Videospiele, 15 Punkte. Sowie Film und Fernsehen, 10 und 20 Punkte. Christian, was? Achso, das galt mir, ne? Jetzt ja. Hätte das galt dir, sollen. Christian. Entschuldigung. Den 20 Punkte. Okay. Die höchste Punktzahl, die wir noch haben, das wäre 20 Film Punkte Fernsehen. Film und Fernsehen. Film und Fernsehen natürlich. Habt ihr noch einen Joker? Nee. Nein, es hat keiner mehr einen Joker. Die Jockels sind alle. Ja, wir haben Punktverdoppler noch. Mit welcher? Würde uns nicht mal reichen, Sepp. Mit welcher Comedy-Show startete Monty Python 1969 im Fernsehen durch? Wait, what? Hieß die nicht? Ja, und den Namen dieser Show möchte ich wissen. Ich kenne immer nur die ganzen Sachen hier, Monty Pythons. Hieß die nicht einfach Monty Python? Ich kenne halt immer nur Monty Pythons hier, lustige Art des Silly Walks und so weiter. Mhm. Monty Pythons Silly Walks, das waren immer nur so kurze Sachen. Aber womit ist der denn durchgestartet? Ja, wie hieß diese Show, wo diese Sachen drin waren, die du beschrieben hast? Die Monty Python Show. Hätte ich auch gesagt. Hätte ich auch gesagt. Das hätte ich wirklich. The Monty Python Show. Das war meine Antwort übrigens. Monty Python's Flying Circus wäre die richtige Antwort gewesen. Ich hätte aber auch tatsächlich die Monty Python Show getippt. So. Kann man ja, muss man wissen. So, Jay, du bist dran, ne? Jay, ja, ich bin jetzt dran. Letzte Frage gebührt dir. Videospiele 15 haben wir noch. Ansonsten bekannte Persönlichkeiten 10 oder Film und Fernsehen 10. Moment, das sind aber noch nur drei Stück. Ach, ja, stimmt. Zwei bleiben 15. Na, ich weiß nicht mehr, was das war. Videospiele. Ja. Welche paramilitärische Gruppierung aus der Mass Effect-Reihe wird vom Unbekannten im Englischen Elusive Man angeführt? Cerberus. Das ist in der Tat korrekt. Das ist Cerberus, nice. Die von dem Unbekannten Elusive Man. Fiel der Name gerade erstmal spontan. Ich meine, ich wusste genau, was du meinst. So, oh, fuck. Ich habe ein Bild von dem hier rechts neben mir hängen, wie der vor dem Planeten sitzt. Okay, zwei Fragen sind offen geblieben. Der Vollständigkeit halber, ruft einfach rein. Es gibt keine Punkte dafür. Aber okay, vielleicht wisst ihr die ja trotzdem. Dann rufe ich auch nicht. Dann muss das, egal. Film und Fernsehen, 10 Punkte ist offen noch. Wie stehen Anakin Skywalker und Han Solo? Geschwister. Familientechnisch zueinander. Warte. Anakin ist der Opa. Und Han Solo. Anakin Skywalker und Han Solo. Ja, Anakin ist der Opa von Han Solo. Das ist die 10-Punkte-Frage. Das ist die 10-Punkte-Frage. What the fuck? Es sind auf jeden Fall Schwiegervater und Schwiegersohn. Ja. Genau, Schwiegervater und Schwiegersohn. Und ansonsten hätten wir noch bekannt, welchen Beruf hat Stefan Raab gelernt? Metzger. Ich dachte, wir haben uns auf Trash-Antworten geeinigt davor. So. Als ich gesagt habe, Anakin ist der Opa von Han Solo, dachte ich. Hey, aber ihr erinnert euch, wir hatten ganz am Anfang drei Fragen. Jetzt bin ich gespannt, jetzt kommt der Twist. Die Antworten reinschreiben. 100 Punkte Twist, der uns jetzt so, 95 Punkte Vorsprung kaputt macht. Ich möchte, dass du erklärst, was denn der Konami-Code ist. Es steht hier ehrlicherweise nicht. Kann aber jemand erklären? Aus meinem Konami-Code oder ist ein Easter Egg doch im Spiel, auf der Konami-Konsole. Wenn du den eingibst, dann startet ein Easter Egg. Dann spielt er, glaube ich, den Song oder so. Also ich glaube, damals bei dem Spiel Contra, eines der ersten Spiele von Konami, wenn man ihn dort eingegeben hat, hatte man am Ende 99 Leben. Jetzt könnt ihr mich in den Kommentaren super gerne korrigieren, weil das ist wirklich gefährliches Halbwissen gerade. Ja, schon gefährlich. Sowas. Ich hab den mal nachgeguckt nochmal, so, weil bei Julius Spielzeug gibt es den Konami-Code auch. Das ist so ein kleiner Spielzeug-Controller. Da steht drin jetzt hoch, runter, hoch, runter, links, rechts. Mit 99 Leben in Contra wäre ich bestimmt bis in Level 2 gekommen. Ja. So. Ach so. Und ja, wir wollten, jetzt die Antwort, ich wollte, die du haben wolltest. Genau, ich wollte von euch wissen, was ist die richtige Tastenkombination. Und jeder von euch konnte für sein Team damit 25 Punkte holen. Mhm. Das heißt, insgesamt wären 50 Punkte
möglich gewesen. Oh. Ich werde das jetzt einfach von links nach rechts an mir durchgehen im Teamspeak, wie ihr mir geantwortet habt. Auf Platz 1 ist da bei mir Christian, dann kommt Sepp, dann Jay, dann Brammen. Also ich mach's spannender, ich mach Team 5, das heißt Chris, Jay, Sepp, Brammen. Ja. Christian hat für den Konami-Call Alte 4 geantwortet. Das ist leider nicht Konami korrekt. Konami-Spiel ist Alte 4, oder nicht? Jay wiederum hat... okay, ich weiß schon. Hat Konami, hat Konami Code geantwortet. Was leider auch nicht korrekt ist. Konami-KOT. Ja. Sepp hat es als einziger versucht mit links, rechts, A, B, unten, oben, unten, Start, Select, R1, L2, einmal im Kreis drehen. Blöderweise war das zur Zeit vom Super Nintendo oder sogar vom Nintendo. Da gab es keine 1-1. Und Brammen hat gesagt, oben, unten, links, rechts, A, A, B, B. Er war damit am nächsten dran, aber leider trotzdem nicht die richtige Antwort. Die wäre gewesen. Die wäre gewesen, hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, BA und zum und dann halt noch Start drücken. Das nun ist gut. Absolutes Basiswissen. Das ist absolutes Basiswissen. Ja. Frage Nummer 2. Auch dafür kann jeder für euer Team 25 Punkte holen. Das muss man genau treffen. Individuell. Wie viele, also die Frage hier, ich gucke jetzt mal, was eure Antworten sind. Ich finde schon okay, wenn man da so eine kleine Margin hat. Aber wie viele Kalorien hat ein Big Mac? Da muss man vorher festlegen, wie viel Margin man hat. Nein, 503. Ist der Moderator, Jonathan, der kann das selber bestimmen. 503 ist die Antwort. Und wenn jetzt, ich habe noch nicht geguckt, was ihr geantwortet habt. Ja, wenn jemand plus minus 10 hat, ist das voll okay. So. Ich bin vom Menü ausgegangen jetzt. Ne? Also das war nicht die Frage. Ich hatte auch Big Mac-Menü 9, mit Cola. Christian hat gesagt 975 Kalorien. Jay hat gesagt 750 Kalorien. Sepp hat gesagt 687 Kalorien. Und Brammen hat gesagt 770 Kalorien. Na, leider keiner getroffen. Keiner hat getroffen, Sepp. Also plus minus 10 wäre okay gewesen, aber das leider nicht. Jetzt bin ich gespannt, weil ich zumindest weiß ich ja, Sepp, du warst ja jetzt erst zuletzt im Harry Potter Musical-Quatsch. Ja, das ist ein Theaterstück. Aber keine Horcruxe. Im Theaterstück. Theater 25 pro, was man weiß, oder was? Ich wollte gerade sagen. Und da gibt es jetzt, pro richtigem Gegenstand 10 Bonuspunkte fürs Team. Alter, das ist ja rigged. Nenne 3 Heiligtümer des Todes aus dem Harry Potter-Universum. Eine grobe Beschreibung habe ich schon gesagt, die reicht. Und die Heiligtümer sind der Elderstab, der Stein der Auferstehung und der Tarnumhang. Ja, sollte aber jemand zum Beispiel von euch... Oh, scheiße, ich war bei was anderem. Sollte aber zum Beispiel jemand einfach nur geschrieben haben, Zauberstab, Stein und Umhang, würde das vollkommen reichen. Stein der Weisen wäre natürlich oder wäre natürlich falsch, weil das ist keiner der hier Dinger des Todes. So. Umgangssprachlich sagt man wo übrigens... Entschuldigung, dann geh mal durch. Wo wird denn im Film der Stein benutzt? Ist der Stein der Auferstehung? Achso. In Teil... Ey, sorry, steht hier nicht und so weit reicht nicht. Steht gar nicht? Bram, ist, nicht, der, nicht. Ist der nicht der Stein der Weisen? Also das tatsächlich, deswegen hat die Quizersteller das dazu geschrieben, Stein der Weisen ist falsch, da ist ein anderer Gegenstand aus dem Harry Potter-Universum ist. Ja. Also falsch. Der Stein der Auferstehung ist nicht der Stein der Weisen. Oh, ich dachte... So, Christian hat geantwortet. Besen, Halskette und Harry Potter. Also oh, Christian, Besen du warst genauso dumm wie ich. Besen ist doch ein anderer Name einfach für Zauberstab, oder nicht? Das ist doch geläufig. Ach so. Ist das Zaubern jemand mit ihrem Besen in der Hand oder was? Wenn ihr dann irgendwie so, Expelliarmus! Nee, das, leider nicht, mein Lieber. Da gibt's dann keine extra Punkte für. Jay hat gesagt, Elderstab, Harry Potter und Tom Riddles Tagebuch. Elderstab ist auf jeden Fall richtig. Das Ding ist, wovon ihr ausging, waren die Horcruxe wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung, Alter. Aber gar nicht schlimm. 10 Punkte hast du damit nochmal für dein Team geholt. Natürlich, die nimmt man natürlich doch gerne mit. Sebastian, du sagst Harrys Narbe, Toms Tagebuch und Nagini die Schlange. Und da auch wieder natürlich, es sind die Horcruxe, aber leider nicht die Heiligtümer. Und das, obwohl Sepp gerade erst im Harry Potter Theater war. Mann. Die diese hier, diese drei Brüder oder so waren das doch, glaube ich. Ja. Brammen sagt. Wenn du gesagt hast, die Geschichte, die im Film erzählt wird, ja, klar, aber... Genau. Die haben das ja irgendwie weitergegeben, den Mumpitz.
Bram sagt, der Stein der Weisen, wie wir gerade festgestellt haben, leider nicht richtig. Der Stab von Dumbledore, das ist richtig. Und der Mantel, der unsichtbar macht, der ist ebenfalls richtig. Alter, haben die uns auch noch nice, aber tatsächlich, Bram, nice. Brammen war quasi stark. Als einziger komplett richtig, minus der Stein der Weisen. Da verstehe ich aber die Verwirrung. Den Punkt kann ich dir trotzdem nicht geben, mein Lieber. Ja, ist okay. Aber theoretisch hättest du alle richtig gehabt. Hättest einfach nur gehabt. Stein hättest du nur schreiben Stein müssen. Geschrieben. Dann hättest du, das, als, dann wäre das durchgegangen. Ja, ey. Ist okay. Mann. So, und damit steht es am Ende 185 zu 60 und Brammen und Jay gewinnen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Danke, danke. Und wir waren auch danke. Dabei. Also viele ja. von den Fragen, ganz ehrlich, die waren aber wirklich unterschiedlich schwierig. Von daher, ich denke, da ergibt sich so ein bisschen Diskrepanz. Trotzdem, nee, nicht trotzdem, sondern besonders deswegen, danke an Lucy. Hätte man ja eine andere, wenn sie auch einfachere nehmen können. Tolle Kategorie-Quiz vorbereitet hat. Das ist wahrscheinlich längste Quiz, was wir, längste Kategorie, was wir jemals gemacht haben. Danke, dass ich moderieren durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke, Jules. Danke, und, Jules. Gerne, gerne. Danke, dass ihr dabei wart. Und ich würde sagen, irgendwann bis zum nächsten Mal. Zumindest was mich angeht. Tschüss. Tschüss.